AirTight ist ein japanisches Traditionsunternehmen, welches Röhrenverstärker in Kleinserie in absoluter Handarbeit herstellt. Firmenbegründer und Firmenchef Miura-san, der damals auch die Firma Luxman mitgegründet hat, baut seit 1985 diese außergewöhnlichen Verstärker. Was AirTight auszeichnet, ist ein sehr natürlicher, sehr stabiler, sehr fester Klang. Daher auch der Name. Und wenn man in die Geräte reinschaut, das lässt das Technikerherz auch höher schlagen, weil die Verarbeitung ist einfach traumhaft. Alles ist handverlötet, man findet überhaupt keine schlecht verlegten Kabel oder irgendwas. Alles ist nach musikalischen Gesichtspunkten ausgesucht. Einzelne Bauteile werden in wochenlanger Arbeit eingelötet, angehört. Also alles, jedes Gerät wird im Grunde quasi auch akustisch nach Ohr abgestimmt. Und was wir hier zeigen, ist eine kleine Auswahl aus dem AirTight-Programm. Die beiden Endstufen, ATM 1S und die ATM 2, zwei absolute Highlights auch bei uns im Programm. Zwei Vorverstärker hier vorne von AirTight und ganz neu jetzt im Programm der neue Bonsai-Lautsprecher von AirTight, die AL05, ein extrem kompakter Lautsprecher mit Breitbandchassis. In der Regel bin ich eigentlich kein Freund von Breitbandlautsprechern. Die meisten neigen doch sehr stark zu Verfärbung. Nicht so hier dieser AL05. Ein Lautsprecher, der natürlich jetzt nicht für Riesenräume geeignet ist, aber für kleine Räume. Und wenn man jetzt nicht den absoluten Tiefbass erwartet, ein absolut natürlich klingender Lautsprecher, der natürlich im Raum alles sehr sauber, sehr genau darstellt. Und teilweise auch in meinem Tonstudio halt mittlerweile als zusätzlicher Monitor fungiert. Also ein absolut außergewöhnlicher Lautsprecher. Ja, für uns ist das natürlich, wir sind sehr stolz, dass wir halt eben diese Geräte im Programm vertreiben dürfen irgendwie. Und inzwischen sind AirTight-Geräte einfach auch echte Klassiker geworden. Wir haben Kunden, die sammeln quasi auch diese Geräte. Es ist halt einfach was Einzigartiges, diese japanische Handwerkskunst, die hier noch besteht, die eigentlich nur wenige Hersteller in dieser Form heute noch anbieten, hat sich halt bis heute in dieser Tradition bewahrt. Und wir sind sehr glücklich, seit einigen Jahren hier in Deutschland AirTight vertreten zu dürfen. Und wenn Sie eins von diesen wunderbaren Geräten oder auch die neue AL5 mal gern in unserem Studio hören möchten, dann laden wir Sie gern dazu ein.